Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Beyond mit mir und Winchella. Hallo! Ich baue hier gerade schon mal den Living Rock ab. Den wir es beim letzten Mal hier gerade noch schnell hingepflanzt haben. Was ist mit dir? Hier alle rein. Dann schnappen wir das mal alles. Und ich würde sagen, lasst uns gleich nochmal eine Reihe hinstellen. Kann nicht schaden. Und solange wir dann unser Band of Mana wollen wir jetzt erst machen. Beziehungsweise ist ein Mana Tablet als allererstes. Ja, das ist jetzt natürlich genau den wir brauchen. Und ich glaube, Cobblestone. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Wir gucken mal. Man kann ja nie auslernen. So, einmal im Kreis. Zip. Einmal in die Mitte. Und dann haben wir unser Mana Tablet. Und das könnten wir jetzt hier reinschmeißen. Dann nehmen wir kurz hier nochmal diese. Und dann würde dieser Mana-Tablet, wenn wir Mana drin hätten, Mana auf diesen Pool abgeben oder macht Rechtsklick. Dann könnten wir jetzt in das Tablet reintun und dann würde Mana von dem Pool in das Tablet reingehen. Wollen wir beides nicht. Deswegen gehen wir mal hier rein. Und schau mal, wie war denn das Rezept? Ich meine, Mana-Steel brauchen wir als nächstes. Mana-Steel ist auch relativ einfach. Ihr denkt euch schon, Eisen? Da klingelt das Telefon. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wie es aussieht, bin ich, während ich weg war, vom Blitz erschlagen worden. Was ist... Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Irgendwas ist doch hier seltsam. Ich bin doch auch irgendwie gar nicht... Hä? Game Mode? Null? Irgendwie war ich im Spectator-Modus, weil ich vom Blitz erschlagen wurde. Mann, ich bin doch... Ich bin nicht in irgendwas in irgendeinen Game Mode rein. Hä, strange. Naja, gut. Wo waren wir denn? Wir wollten ein bisschen Mana-Stil machen. Jetzt lasst mich deswegen gerade noch schnell abbauen. So, ja, mal ums Eck rum, die zwei Dinger. Weil das Ding, ja genau, Cobblestone geht nämlich nicht. Wir brauchen immer Cleanstone dafür. Passt. Okay. Hier, der Kollege. 1, 2, 3, 4. Und wenn wir das jetzt hier einmal zusammenquaften, das Ding einmal im Kreis, den hier oben, und dann haben wir ein Band of Mana. Und den können wir uns jetzt hier anziehen. Wunderbar. Gut. Dann machen wir uns ein Band of Aura. Ihr könnt es auch hier suchen. Gibt es natürlich auch in der etwas der besseren Version Creator Band. Dafür brauchen wir mal Terra Steel. Und dann kann man die einfach upgraden. Das heißt, wir müssen die nicht neu craften. Und dazu brauchen wir eine Rune von Mana. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 mal Mana Steel und eine Mana Perle. Kriegt man hin. Können voll lachen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 für den Ring gleich. Dann eine Mana-Perle. 5-mal war's. Dann einfach einen Rechtsklick drauf machen. 1, 2, 3, 4, 5. Mana-Perle. Und dann seht ihr, wenn ihr es richtig gemacht habt, dass hier drin steht, was er gerade macht. Und dann geht rechts ein kleiner grüner Kreis. Und wenn der voll ist, ist in die Rune fertig. Da nehmen wir gleich schon mal hier einen Living Rock. Den müssen wir gleich draufsetzen und dann mit dem Ding einmal Rechtsklick machen und dann kriegen wir die Rune raus. Jetzt gucken wir mal, ich hoffe mal, das reicht vom Mana her. Komm, pass auf. Block of Coal. Hier, fresst mal schön meine Blümchen. Swusch. Und da geht's weiter. Gut. Jetzt gibt's gleich Blitze. Das heißt, er ist fertig. Und dann legen wir das Ding hier einmal drauf. Und machen hier einen Rechtsklick. Und kriegen die Rune. Fertig. Und wenn wir das jetzt hier wieder alles zusammencraften. Deswegen habe ich hier noch viermal Mana-Stil. 1, 2, 3. Im Kreis. Die Rune. Und dann haben wir ein Band of Aura. Und dieses Ding setzen, legen wir ebenfalls an. Und dann, ihr seht schon,
füllt sich ganz langsam das Mana auf, einfach nur dadurch, dass wir in der Welt sind. Wenn es dann ein bisschen mehr geworden ist, sehen wir hier unten noch hier unten bei der Lebensleiste, bei der XP-Leiste irgendwann einen blauen Balken. Das ist dann Mana. Das könnten wir jetzt natürlich etwas schneller machen, indem wir das Ding hier nehmen. Hier sagen, vom Mana-Pool auf Item. Dann schmeißen wir den hier einmal rein. Und dann seht ihr, kommen hier kleine blaue Blitze. Und war der Mana-Pool auch schon leer. Stecken wir das gleich wieder um. Und ziehen den hier an. Aber reicht leider nicht, dass er uns unten was anzeigt. Naja, nicht so schlimm, nicht so wild. Nochmal Entschuldigung. Ich sollte jetzt in der nächsten Aufnahmepause mal kurz was trinken, weil sonst trockener Hals und so. Viel reden. So, genau. Ihr nehmt nochmal alles. Das passt. Dann lassen wir das mal ein bisschen auffüllen. Und dann schauen wir mal in das Lexika Potania rein. Death Note Info. Mal gucken, was drin steht. Overworld steht aber sonst nichts. Nackter Kopf. Sonst nicht viel drin. Gut. Die Frage ist, lohnt es sich, eine Mana-Stil-Rüstung zu machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das dritte Auge. See all the mobs, okay. Send Mana-Birds flying around you. Die meisten Sachen kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Mindfaster, genau. Das ist der Ring of Mantle zum schneller abbauen, zum Magnetize, zum Sachen herholen. Sweep to Side. Okay. Was machen wir da als nächstes? Mana Generating Flora. Nein. Was eigentlich der Hauptgrund ist, was wir wollen, ist Functional Flora. Und zwar wollen wir nämlich machen die Judged Amaranthus. Die tut nämlich mit Mana Pflanzen herstellen. Und wir brauchen nachher bunte Pflanzen für diese ME-Kabel, um die einzufärben. Deswegen machen wir das Ding eigentlich überhaupt. Das dafür braucht man noch ein bisschen Kram, eine Rune of Spring. Ich glaube, die braucht wieder andere Runen, nämlich Rune of Water und Rune of Fire. Da braucht man ein bisschen Kleinkram. Das heißt, da muss man sich jetzt so ein bisschen Mana Powder war, glaube ich, Gunpowder, ne? Genau. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen durchhangeln. Sollte aber jetzt erstmal nicht so das Problem sein. Gunpowder, nehmen wir mal hier. Eins brauchen wir nur. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von links nach rechts. So, mal das. Wie hieß es, die Pflanze? Ich vergesse den Namen immer. Wenn ich sie sehe, weiß ich, was ich machen will. Amaranthus. Ah, war fast richtig. Okay. Amaranthus. Den Kollegen hier. Rune of Fire. Dann brauchen wir jetzt noch einen Mana-Steel. Nether Brick. Gunpowder. Nether Wart. Okay. Nether Brick. Haben wir natürlich gerade keinen da. Müssen wir schnell einmal zurückwetzen und mal schnell, ja, ein bisschen, nein, lass mich rein. Ich glaube, hier werde ich noch Türen hinbauen von Malistores, die sich wieder von automatisch leasen, weil das nervt mich ein bisschen. So, Netherrack. Ja. Ich wollte vorher schon sagen, ich kann eigentlich fast nicht glauben, dass wir nur 64 Stück haben. Das ist wohl auch in so einem... Ich wollte die ja schon seit Ewigkeiten abbauen. Ich weiß. Ich bin im Grunde selber schuld. So. Netherwort. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen anpflanzen, weil die brauchen wir noch ein paar Mal. Pass auf, dann nehmen wir eine mit. Dann brauche ich mir noch ein bisschen Soul Sand. Und machen schnell hier ein kleines Löchlein. Natürlich mal wieder total provisorisch, wie immer. So.
Zack, zack. Und dann pflanzen wir die einmal an. Passt so. Und dann werde ich die ein bisschen betreuen. Gut, was brauchen wir noch? Gunpowder war es noch. Noch eins davon. Dann war es noch ein bisschen Mana-Steel. Das kriegen wir hier durch Eisen. Dann sollten wir doch eigentlich alles haben für die erste. Wir können direkt wieder schlafen gehen. Okay. Ratzelipü. Und Tag. Wunderbar. Ihr brennt mal gemütlich vor euch hin. Während ich mal hier nach hinten gehe, noch einmal ein Mana-Steel hole. So, das Ding. Ernsthaft jetzt. Geh weg. Oh, und den Kopf liegen lassen. Wunderbar. Den Kollegen. Den Kollegen. Zack, zack. Und dann hat noch gefehlt. Was hat denn noch gefehlt? Ach, hier. Mana Powder. Da haben wir es doch. Zack. Mache ich direkt noch ein bisschen Kohle mit. Füttern die Pflänzchen wieder ein bisschen. So, da sind sie alle weg. Gib mir gleich noch ein bisschen mehr Kohle. Und dann schauen wir mal, wann das hier fertig ist. Holen gleich wieder einen Living Rock. Und holen den gleich runter. So, ist gleich fertig, wie es aussieht. Wunderbar. Und das warten wir natürlich noch schnell. Fertig. Das. Und zack. Gut, was brauchen wir als nächstes? Amaranthus. Das haben wir. Jetzt brauchen wir Rune of Water. Das ist eine Angel. Sugarcane und Bone Meal. Wir sollten hier ein bisschen aufräumen. Nein. Brauchen wir gerade alles nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir gleich. Sugarcane war es einmal. Dann war es Bone Meal einmal. Dann war es eine Angel. Was ist ein Angel auf Englisch? Gottes Willen. Amaranthus. Was ist denn jetzt los? Hier. Zack. Zack. Ah, Fishing Rod. Natürlich. Rod. Das sollte man auch alles haben. Dann brauchen wir noch das hier einmal. Und brauchen noch einmal einen Gunpowder. Da schmeiß ich auch nochmal schnell rein. Schwupp. Und dann den da. Und du noch. Das da. Und jetzt haben wir natürlich den Living Rock alles weggetan. Living Rock. So. Dann schauen wir mal schnell. Das Ding ist auch gleich voll. Na. Noch ein bisschen. Jetzt aber. Einmal den. Wunderbar. So, dann können wir eigentlich 3 Setzlinge und ein bisschen Wheat. Ich glaube, ich soll das Schwert da aufräumen, wa? Sapplinge. Auch 3 Stück. 1, 2, 3. Du. Dann 1, 2, 3. Du einmal. Dann du einmal und du einmal. Und dann wandert es auch mal langsam vor sich hin. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, nutzt die Kommentarfunktion. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal, tschüss, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.